Fast jeder dritte Bahnreisende in Deutschland ist 2022 mit Verspätungen von mindestens 15 Minuten an seinem Ziel angekommen. Das geht aus einer Auswertung des Bundesverkehrsministeriums hervor. Nur gut 70% der Reisenden im Fernverkehr hatten demnach keine oder nur eine geringe Verspätung. Die Pünktlichkeit der deutschen ICE, IC und EC-Züge sank damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Grund ist der aktuellen Auswertung zufolge in rund 60% der Fälle die Überlastung des Bahnnetzes. Gut 17% der Verspätungen sind auf Probleme an der Infrastruktur und Bauarbeiten zurückzuführen. Verspätungen aufgrund externer Ereignisse wie Unwetter kommt nur in gut 6% der Fälle vor.